So, meine Lieben, mir hat mein Bekannter meinen Link empfohlen. Ich soll dazu mal was sagen und das mache ich doch. Das ist doch der eine Typ, der nennt sich Ignaz Bert Schweiz, der Videos reinstellt. Nur reinstellt, okay? Aber nicht kommentiert. Also, wir werden dazu mal was sagen wegen Porsche. Porsche gibt es ja Leute, die sauer auf die sind. Und es gibt dafür eigentlich keinen Grund. Bin ein bisschen erkältet, aber. Und es gibt dafür eigentlich keinen Grund. Bin ein bisschen erkältet, aber das kriegen wir schon hin. Also hören wir uns doch mal an, was der Mann hier zu sagen hat. Denkt mal darüber nach, was ihr, ich habe das ausgesprochen, was ihr die letzten anderthalb Jahre mit eurem Personal gemacht habt. Ich fasse es hier nochmal zusammen, vielleicht kommen dann irgendwelche Erinnerungen hoch. Ihr habt allen ungeschlumpften Mitarbeitern täglich Druck ausgeübt, ihnen gesagt, wie unsolidarisch sie seien. Diejenigen, die einen Zeitvertrag hatten. Okay, ich habe keine Ahnung, warum man da so sagt, dieses Wort ungeschlumpft. Das heißt eigentlich ungeimpft. Okay, also ich weiß nicht, warum die Leute behaupten, dass überall zensiert wird, YouTube zensiert wird. Es ist mittlerweile von Kabarettisten und von vielen schon längst erwähnt worden, seit schon über einem Jahr, was passiert ist und dass da einfach nicht alles so reibungslos gelaufen ist in den Corona-Maßnahmen und dass die Leute eigentlich selber schuld sind, weil sie halt eben brav mitgemacht haben, ohne halt vorher halt nachzudenken, was sie da mitmachen. So, und das bedeutet halt ungeimpft, ungeschlumpft. Ja, also. Die mussten damit rechnen, wenn sie sich nicht schlumpfen lassen, dass sie gekündigt werden. Ja, da war damals die Sache so, dass man beim Unternehmen, wenn man nicht geimpft war, egal welches Unternehmen das war, die Aussetzung hatte, wenn da kein Homeoffice möglich war, dass halt der Mitarbeiter tatsächlich seine Kündigung bekommt. Das ist richtig, das hat aber auch der Lauterbach zugegeben, dass das falsch war. Und in einem Interview von Jens Spahn auch, der davor der Gesundheitsminister war, aber hat auch Fehler zugegeben. Das war beim Interview von diesem Satiriker oder Kabarettisten Herr Krömer. Da gibt es auch ein Video, könnt ihr gerne anschauen, in der ARD-Mediathek. Da habe ich einen Link, obwohl es nicht meine Aufgabe ist, ne, Werbung zu machen für die CD, für die GZ-Gebühren. Aber es ist gar nicht so verkehrt, das mal anzuschauen. Da hat der das ihm direkt zugegeben, seine Fehler. So einiges auch direkt hat der Spahn zugegeben. Ne? Lauterbach hat auch die Fehler zugegeben, es war sehr spät am MN und das sollten jetzt auch einige Unternehmen machen, aber die tun sich halt damit sehr schwer. Warum? Weil es eine Haftungsklausel gibt und die Haftungsklausel, die besagt wiederum, wenn du zugibst, dass du schuld an einer Misere bist, da müsste der jeder was, also müsste... Ja, das ist halt, da muss der halt dafür was blechen, ne? Man kann es ein Schmerzensgeld, das ist aber nicht so einfach rechtlich gesehen, das ist ein bisschen komplexer. Ne? Erstmal muss eine Klage folgen und Sammelklage ist in Deutschland halt nicht so in Amerika, nicht so möglich. Gibt's die Klausel, es gibt wieder eine Klausel, da könnte man halt so sich mehr in Parteien und als Verein eine Klage machen. Und es gibt da kleine Tricks, die werde ich an den anderen Videos mal erklären. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr solche Videos haben wollt, wo ich so Trick 17 erkläre. Aber generell ja, Betrieb jetzt in die Haftung mitzunehmen, das wäre nicht korrekt, weil die Betriebe haben gesagt, ihr müsst die Verträge unterschreiben. Aber wenn jetzt alle Mitarbeiter zum Beispiel gesagt hätten, nein, machen wir nicht und sich alle auch wirklich dagegen gestellt hätten, dann wäre das auch nicht möglich gewesen. Dann hätten die halt eben sagen müssen, okay, wir können nicht alle 1000 Mitarbeiter, überspitzt gesagt, oder 2000, je nachdem wie viel, und dann jetzt da jetzt in diesem Werk wären. Oder halt 3000, 5000, wir können die nicht einfach so von heute auf morgen ersetzen. So funktioniert das nicht. Andererseits wiederum haben sich viele halt dran gehalten wegen den Strafen, denn die Strafen aber wiederum, die hätten ja das Unternehmen ja gar nicht zahlen müssen, wenn sich alle Unternehmen dagegen gestellt hätten. Was wollen die Politiker machen? Wollen sie die umbringen?
wenn sich alle von einer Sekunde nicht daran halten, wie bei der DDR, zur DDR-Mauer fiel, da haben die Leute gesagt, nö, wir erschießen keine 10 Millionen Menschen und dann war es das vorbei. Ne? Dann konnten die Soldaten einfach nur schauen, dass die Leute über die Mauer gehen oder die Mauer sogar einhauen. Aber ihr habt ungeschlumpfte Mitarbeitern separate Eingänge verschaffen und gesagt, ihr müsst von da reinlaufen und die Geschlumpften dürfen ganz normal in die Firma wie immer rein. Ihr habt die Ungeschlumpften täglich testen lassen. Ihr habt sogar denjenigen, die diesen Druck nicht standhalten konnten und einen gefälschten Schlumpfpass hatten, habt ihr alle gekündigt. Ihr habt genau, die haben sich nur an die Regeln gehalten. Porsche hat das gemacht, weil es da Regeln gab vom Gesundheitsministerium und weil alle mitgemacht haben bei diesem wunderbaren Quatsch, weil es kein Zombie-Virus war, weil es wurde falsch. Corona wurde einfach falsch korrespondiert. Ne? Das ist der eine, sagt, da ist eine Atombombe und dabei war das nur eine Rakete. Kann passieren. Dann wird kommuniziert, dann wird der eine halt verunglimpft, zu Unrecht. Und danach fehlt halt die Entschuldigung. Ob die was bringt, ist ja die andere Frage. Hat Porsche falsch gehandelt? Nö, haben sie nicht. Die hätten ja das Betriebsrat hätte ja was sagen können. War nix da. Druck. Was ist Druck eigentlich? Druck ist künstlich sich selbst unter Druck setzen. Druck existiert im Endeffekt gar nicht. Das ist Quatsch. Druck ist nur solange man dem Künstlichen, was erschaffen wird, nachgibt. Ne? Meine Lehrer sagt, 2 plus 2 ist 4. Und der eine sagt, nein, das ist 5, Herr Lehrer. Oder sagen wir mal, der Lehrer sagt mit Absicht, 2 plus 2 ist 5. Sagen wir mal, drehen wir mal den Spieß um. Der Lehrer sagt, 2 plus 2 ist 5. Und alle in der Klasse sagen, ja, dann ist der Lehrer auch nicht schuld. Ehrlich, wenn die Schüler Heil Hitler sagen, weil sie keinen Anstand haben an der Wahrheit, dann kann der Lehrer auch nichts dafür. Wenn der Lehrer hat, der sagt, ja, ich bin zwar der Lehrer, aber ihr könnt auch widersprechen. Es ist ja nicht so, dass die Schule sagt, unsere Regeln sind, ihr bringt euch was bei und das sagt Heil Hitler alle und sagt, und widerspricht nicht. Ne? CIA da drinnen gespielt, das wisst ihr. Ihr habt sie zu viert an einen Tisch genommen und auseinander zerlegt habt ihr die. Dann seid ihr sogar noch weiter gegangen und habt zu den Ungeschlumpften gesagt, wenn ihr an Grippe erkrankt, also letztes Jahr hieß es Corinna, dieses Jahr wieder Grippe, wisst ihr ja, 95% der Menschen, die irgendwie Grippesymptome hatten, hatten Corinna, kurz zur Erinnerung. Und ihr habt gesagt, wenn ihr ungeschlumpft seid, geht ihr 14 Tage in Quarantäne und ihr bekommt keinen Lohn. Sogar das habt ihr getan, ja. Derjenige, der immer den Service bei mir macht, der hat mir erzählt, dass er... Okay, das mit dem Lohn, das ist halt so eine Sache. Das muss ein Unternehmen halt austragen. Unternehmen zahlen gar nichts. Ob es Porsche ist, vielleicht gibt es Ausnahmeunternehmen. Aber die meisten großen Unternehmen sagen einfach, der fällt uns aus, weil er sich nicht an die Regeln hält. Wir haben diese Regeln oder die Regierung hat die Regeln gemacht. Und wenn es halt so ist, dass zu viele mitmachen und sagen, wir halten uns ja an die Regeln. Und es gibt halt die sich impfen und die sich nicht impfen. Ich meine, du musst halt nur gar gut argumentieren können. Ne? Bei mir war das problematisch mit der Impfung, weil ich bin ja ehemaliger Epileptiker. Jahrelang Epilepsie. Ne? Und die schon Spritzen davor haben mich schon noch kränker gemacht. Ne? Und daher war bei mir das, jeder weiß, ehemaliger der... Ich hatte über 12 Jahre epileptische Anfälle, der weiß ganz genau, der Typ, der kann draufgehen, der kann verrecken. Ne? Also wenn du Vorerkrankungen hast, so eine, wo dann die Ärzte auch sagen, nee, sie tragen die Maske FFP2 und gut ist. Dann wurde die FFP2-Maske gekauft und gut ist. Aber natürlich, wenn du irgendwie, ich weiß halt, Atemnot, durch Ertränkung, weil ich wollte ja, weil ich ein Judenschweinchen dick bin und Polackenschwein. Für die Leute wurde ich zweimal fast ertränkt. Einmal von einem Lehrer, der hat sich später rausgestellt, ein Nationalsozialist war, also NPD nicht, sondern NSDAP-Anhänger. Und das war richtig krass. Und einmal von einem älteren Schüler, der meinte, KZ-Kind und Polackenschweinchen dick. Ne? Braucht man eine Lektion. Ne? Und trinken ist das Beste, was man machen kann.
Ich habe an meine Luft, ne, angehalten, 2 Minuten, danach war schwierig. Ich habe trainiert in der Schule extra, ich habe mich vorbereitet drauf. Hat nicht geholfen, wäre fast drauf gegangen, ne. Aber ja, musste ich richtigen Rassismus erleben, ne. Diese oh, der hat mich beleidigt, ich habe richtig hardcore erlebt. Ja, aber ich war gut, ich war auch, ich muss mal sagen, Bastard auch noch dazu, ne. War meine Schuld, dass ich dem Älteren gesagt habe, dass er ein scheiß Nazi ist und ich von einem Nazi nichts gefallen lasse. Haha! Ich liebe es. Okay. Corona hin oder her. Die müssen wegen Ausfallzeiten, müssen die halt sich an die Regeln halten und von daher. Das ist nur eine eigene Sichtweise, ne? Man muss auch das Unternehmen betrachten. Ich war ein Einzelunternehmer und ich denke da immer halt so mehrere Seiten. Könnten natürlich auch eine andere Lösung finden. Wir können sagen, ja, pass auf, wir sind in die Quarantäne, wir machen eine Vorzahlung, Hälfte weniger. Ne? Bist unbrauchbar, wir eigentlich müssten wir dir gar nicht zahlen. Rechtlich gesehen hast du auch keine Chance, weil wenn das so wäre, was der Mann sagt, selbst wenn das so ist, warum haben die Leute keine Klage gemacht? Das Problem ist einfach, dass wir immer Behauptungen haben, dass Porsche was gemacht hat. Sind, wenn Porsche das gemacht hat, sind die im Recht, weil wenn die im Unrecht werden, muss halt eben geklagt werden. Ich weiß, Grundrechte haben wir ja nicht. Ist auch wirklich so. Ich habe es erfahren von Richtern und Anwälten, die ich hier nicht leider erwähnen darf, denn ich war neulich beim Anwalt und er hat mir klipp gesagt und mich gebeten, ihn rauszuhalten, weil ich wollte ihn eigentlich empfehlen und den Richter auch. Also bitte, Herr Waczynski, ich finde es super toll, dass YouTube sie momentan nicht sperrt, dann werden sie antisemitisch, ne? Weil ich als Jude und Polacke, das wäre schon hart. Und als mein Großvater wäre auch Sklave, also als Enkel eines Sklaven. Das wäre schon richtig diskriminierend, was YouTube macht. Aber die haben mich schon Shadowbanning, soweit ich weiß, gemacht, das reicht mir schon aus. Aber da hat er gesagt, ja, sie haben da wirklich richtig in den Kern getroffen und ich habe sie mir jetzt zugegeben, aber halten sie mich draus, weil ich habe keinen Bock, meine Lizenz zu finden. Ja, ist alles gut. Ich wollte es so wissen, ob das ist nur Einbildung von Leuten oder ob, nee, ist. Grundrechte fehlen, ne? Ich werde euch dazu auch ein Video machen, ihr könnt auch Kommentare reinschreiben, welche Grundrechte fehlen, ich kann euch das alles ganz genau aufschreiben und ganz genau auf Informationen nachweisen, ne? Es ist nicht so, dass ich das jetzt sage, sondern es gibt einfach Info, und das ist jetzt ein Reaction-Video, Reaction-Videos werde ich jetzt nicht zusätzlich noch das Material noch reinnehmen, aber ich kann euch das schon erklären und nachweisen. Das ist meine Leidenschaft, über solche Sachen zu recherchieren und zu lernen und das Ganze. Okay, versuchen wir es reaktionell kurz wie möglich, aber ihr seht, das sind so viele Sachen, die man ausbügeln muss. Quarantäne gehen sollte, obwohl er negativ getestet war, weil er ungeschlumpft ist, weil er in der Nähe eines Geschlumpften war, der Corinna hatte, sollte er unbezahlten Urlaub nehmen und in Quarantäne gehen. So habt ihr Druck ausgeübt und er hat sich dann gewehrt und gesagt, hier ist mein negativer Test, ich gehe nicht in Quarantäne, warum sollte ich? Die Menschen, die kerngesund in die Firma reingelaufen sind, hatten jeden Tag Angst, dass der Test irgendwie denen sagt, dass der positiv sein könnte und dass sie dann kein Gehalt bekommen und ihre Fixkosten eventuell nicht zahlen können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich schon im ersten Bereich, im allerersten Bereich schon gesagt. Es waren viele Fehler entstanden, Jens Spahn hat es zugegeben, sogar Lauterbach. Unser Lauterbach, Gesundheitsminister, hat es auch zugegeben in mehreren Sendungen jetzt mittlerweile. Es ist auch, Unternehmen haben sich getraut zu reden. Einige haben gesagt, es wäre besser, wenn wir anders gehandhabt hätten. Ist halt passiert. Ist halt so mit einer Sache, mit dem Glauben. Wenn da jemand glaubt, das ist so, das muss so gehandhabt werden, dann wird halt das gemacht. Ist klar, dass auch der Betriebsrat vielleicht da verpasst hat zu reagieren. Das wissen wir nicht, weil das sind nur Behauptungen, die ich jetzt einstellen kann in dieses Video, weil wir haben ja keine Nachweise. Nachweise zu geben wegen Diffamierung ist auch sehr schwierig, weil, wie der Richter mir auch gesagt hat, Diffamierung, ne? Dann bist du draußen, oder Lizenzen sogar werden, Leute verlieren Lizenzen, weil sie halt eine andere Sichtweise haben. Selbst wenn die Sichtweise belegen, das ist nicht nur eine Meinung, sondern die Wahrheit ist, wird das halt. Wie bei den Sith Lords, Star Wars hat man Star Wars kennt, wenn die Sith die Guten, die Jedi sind die Bösen, ne? Ist jetzt nicht so gewesen, ne?
wie in der Tora, ne? Genesis, die Schlange, ich bin unschuldig, die Arschlöcher sind, die beiden Idioten sind schuld. Ist halt eben so eine Sache. Aber man sollte schon, und es wäre gut auch für Porsche und auch nicht nur Porsche, anderen Unternehmen zu sagen, ey, passt auf, wir machen jetzt einen Kompromiss, wir tun uns mal alle zusammensetzen und uns erstmal entschuldigen. Was ist eine Entschuldigung? Ist schon mal das Erste. Ne? Also will ich jetzt auch hier ein Thema auch entgegenkommen und sagen, hey, Unternehmen, komm, wir wollen Frieden, weil Putin und Ukraine, das ist nie was Gutes. Wir sehen, wie viel Leid passiert auf der Welt und deswegen sagt man, hey, komm, wir haben uns mal zusammen bei den Leuten, die wir gekündigt haben. Alle nehmen wir mal mit und schauen, können wir irgendwas machen, können wir denen was zurückgeben, können wir einen Kompromiss finden, irgendwas. Ne? Weil man soll ja die Scherben, die man gemacht hat, versuchen aufzuheben, wegzuwerfen, wenn es klappt, oder zumindest zu minimieren. Ne? Mein erster Spruch so, es gibt so Wunden, genau, Wunden kann man heilen, aber Narben bleiben, ne? Ja. Ich habe jetzt wieder lachen müssen, weil ich wieder meinen Kollegen im Kopf hatte. Dem habe ich das gesagt, da war ich nicht angepisst und meine, da die Freundschaft beendet. Das kann auch passieren. Aber ich sage immer, ein guter Kumpel oder ein guter Freund, der bleibt auch bei, wenn du mal was nicht Nettes gesagt hast. Ne? Das muss man aushalten. Ne? Ich musste hardcore viele Sachen aushalten. Ne? Ja, mich hat man oft erst gekillt damals, weil ich ein scheiß KZ-Kind bin und Judenschweinchen dick und Polacken und noch White Nigger, ne? Mein Großvater war Sklave. Ne? Ich musste richtig aushalten. Und wenn ich das aushalten kann, dann kannst du das auch. Oder zumindest versuche es, ne? Weil man kann ja nicht erwarten, so stark sein wie ich, obwohl ich eigentlich gar nicht stark bin. Es gibt viel tausendmal stärkere Leute. Aber man kämpft halt sich durch irgendwie. Ne? Jeder muss in unserem Leben irgendwo oft auf alleine gestellt. Ja, also da, ja, weiter. Wenn ihr jetzt sagt, das war gesetzlich so vorgeschrieben, okay? Viele Großunternehmen haben das gemacht, mir haben auch viele vom Daimler und so weiter geschrieben, aber keine Firma, die mir bekannt ist, hat die Schlumpfpässe so kontrolliert und CIA, FBI gespielt, die Leute an einen Tisch gesetzt und sie richtig verhört, wann bist du dich schlumpfen gegangen, mit welchem Auto bist du dahin gefahren und so weiter. Ich habe all die Details mitgekriegt, ja. Und dann gesagt, hey, unterschreibt hier, dass ihr ohne irgendwelche Abfindungen die Kündigung akzeptiert, ansonsten geht es an die Staatsanwaltschaft. So habt ihr die Leute unter Druck gesetzt und das hat fast niemand gemacht. Und schiebt es jetzt nicht auf das Gesetz, okay? Denn Artikel 1 im Grundgesetz, nochmal zur Erinnerung für all die Menschen, die mitgespielt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Artikel 20 sagt, dass Ungehorsam eine Pflicht ist, wenn die Ordnung irgendwie gestört wird. Ja, dass wenn Vorgesetzten gewisse Regeln... Okay, hier müssen wir abbrechen, weil das totaler Quatsch ist. Ich habe meine Leute, die Anwälte sind, und ich befasse mich selber seit einigen Jahren Gesetzen und so einfach ist es nicht. Also es gibt Klauseln immer. Die schönsten Gesetze sind die deutschen Gesetze. Ich liebe das deutsche Gesetz, was gar keine Grundrechte hat. Weil Deutsch ist, glaubst du es Grundrechte? Ich war vor Gericht mal, ich habe für meine Grundrechte gekämpft. Der Richter sagt, auch wenn es ein kleines Jütchen bist, ein kleiner Plattenschweinchen, Sonderrechte vielleicht, meinst du? Aber hier, ne? Hier spielt die Musik, jetzt bist du vor Gericht. Oh, ne, ich sag dir, kleiner Wichser, sagt mir der Richter so, hier hast du keine Rechte. Nee, kannst du nicht machen. So, ich dachte, Grundrechte, ne? Ich hab's gewusst, dass ich das nicht hab. Aber ich bin ein Schlawiner, darf man nicht vergessen. Schlawiner muss man sein in der Welt. Und da hat er sich gedacht, ah, Schlawiner! Ja, Vorsitzende, Sie haben. Na, ich mag Sie, deswegen, Baczynski, Sie sind ein Schlawiner. Lass ich mal das gelten. Ne? Ja, das, was Sie jetzt gerade versucht haben, na, lass ich mal gelten. Das war so. Aber wirklich, ne? Ja, aber Sie, ich liebe Sie und Sie lieben mich. Und
Dieses Clown-Gesicht, dieses spastliche, lustige Gesicht, da kann man auch ein Auge zudrücken und der Richter, ja, Gott. Der fand's lustig auch irgendwann am Ende, so, ja, komm, der wenigstens ist er hardcore ehrlich, ne? Also ne, also es gibt Grundrechte und die kann man aufheben, jederzeit. Das ist immer das Schöne, wenn man es liest, ne? Der Bundestag ist so offizielle Quelle, da können wir immer schön drauf gehen und da steht es halt immer sehr schön drin, ne? Ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, ja. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalten der Rechtsform ausgeübt. Ja, ja. Alle Staatsgewalt geht vom aus. Aber das Volk oder der Bürger sagt ja auch hier schon im zweiten Nebensatz, also nee, sie wird vom in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe. Und diese Organe, die wählt ja der Bürger. Und diese Organe sind letztendlich, die repräsentieren den Bürger. Ja, wenn ich den Leuten erkläre, also, und, ne, ich habe dann auch einen Anwalt gefragt, einen Kumpel, ein richtig guter Anwalt, hat zwei Anwälte, kann ich mit einem befreundet, und er so, ja, hast richtig verstanden. Nur noch, es geht noch komplizierter, das, was du erklärst, ist noch vereinfachter erklärt, aber es ist noch tiefer. Aber erklär den Leuten es nicht noch tiefer, weil das, was du schon verstehst, ist schon annähernd fast richtig, fast. Aber wenn man es richtig erklärt, ist es wirklich noch komplexer. Und ich so, okay, dann einigen wir uns so auf die Mitte. Und er so, ja, das ist das Beste für uns alle. Weil ich werde jetzt nicht auf deinen Kanal auftreten. Das mache ich echt nicht. Ich so, ne? Und, selbst wenn ich dafür, ich habe zwar kein Geld, aber nehme ich auch an, ich würde dir 1 Million geben. Nee, selbst dann nicht. Ich will ja nicht diffamiert werden. Ja. Ne? Es muss ja nicht sein. Ja, weil es ist halt, wie es ist. Ne? Nicht jeder traut sich da rauszugehen. Ne? Ich finde es lustig, aber dass sich nicht jeder traut, ich verstehe es auch irgendwo, aber ich sage mir, komm, dann mache ich das. So, also, dann geht's weiter. Absatz 3 heißt, ne, die Gesetzgebung ist an verfassungsmäßige Ordnung, die von zivilen Gewalten, die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Ne? Also, ne? Das ist nicht so einfach. Und gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und da habe ich mal nachgehakt, ja, was wird denn damit gemeint? Herr Rechtsanwalt, ne? Mustermann, ich sage jetzt Mustermann, weil ich will, sie nicht, er will seinen Namen nicht erwähnt haben hier. Und dann sagt er, ja, Lucky Luke, ne? Damit wird gemeint, wenn wirklich das Juristische nicht klappt. Abhilfe bedeutet wirklich, du warst vor Gericht, erste Instanz, zweite Instanz, dritte, vierte, Trillion mal, alles hast du wirklich im juristischen Bereich gemacht. Und wenn wirklich nichts juristisch, wirklich nichts juristisch, wirklich alles nicht, ein Trillion nach 1000 Jahren vergangen sind, weil das dauert ja alles, die Prozesse und so, dann vielleicht ein bisschen Glück, kannst du vom Parlament stehen und so ein Demoschild hochhalten, Widerstand. Ja, ja, nicht verwechseln mit Waffen. Und AK-47, wie Putin das verwechselt, immer so, ne? Zelensky, ne? Weißt du, Zelensky, ich mag dich nicht, du bist mir unsympathisch. Ich werde jetzt einfach, Februar war das, ich war mich erinnern, ich musste dich angreifen. Und dir zeigen, mit Waffengewalt ist das Schönste. Ne? Und da kannst du nichts machen, Zelensky. Ne? Und natürlich sagte, ne, kannst du machen, Putin. Komm, greif mich an. Ich greife zurück. Ja, okay, ja, dann machen wir das. Ne? Und so ist das dann am Ende. Ne? Aber so wird das nicht gemeint. Ne? Oh, ist das schön, ja, es ist schön. Wenn die Leute es nicht richtig verstehen. Also schön. Gemacht werden, dass wir dann ungehorsam sein können, wenn dieses Grundgesetz irgendwie in Gefahr tritt. Okay? Der Nürnberger Kodex wurde eingeführt, damit Menschen nie wieder zu medizinischen Handlungen gezwungen werden. Okay? Und wenn ich zu meinem Personal sage, hör zu, wenn du ungeschlumpft bist, kriegst du kein Gehalt. Du bist unsolidarisch, ja? Lass dich endlich schlumpfen. Was bist du für ein Mensch? Nimm ein... Also das mit den Nürnberger Gesetzen 1947, das mit dem Kodex, das wollte ich hier erklären, länger ausführen, aber ich mache jetzt gleich mal einen Cut und erkläre es ganz kurz. Also 1947 hat man Gesetze gemacht, damit man die Entwürdigung der Menschlichkeit nicht stattfindet.
Aber die Gesetze kann man aushebeln durch andere Gesetze. Das hat der Mann wohl hier nicht verstanden. Und von daher werde ich da auch nicht mehr drauf eingehen, weil es einfach langweilig ist. Jemand, der sich nicht auskennt, ist für mich einfach nur nervig. Und von daher, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über den Nürnberg-Kodex, der 1947 auch entstanden ist und mittlerweile auch längst aufgehoben hat, durch andere Klauseln und durch andere Gesetze wie das Impfschutzgesetz, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein und dann mache ich gerne darüber mal ein Video mit Argumenten, die besagen, dass der Nürnberger Kodex veraltet ist und eigentlich gar nicht, einfach nicht für bare Münze genommen werden kann. Bei einem separaten Eingang, nimm dir jeden Tag 10, 15, 20 Minuten mehr Zeit, damit du noch einen Test machst und so weiter. Dann unterstütze ich das Ganze, dann unterstütze ich dieses System. Wenn ich dann noch Menschen kündige, wie ihr das getan habt, ja, und mit Existenz spiele, dann, da fehlen mir die Worte, Leute. Porsche hat nichts Falsches gemacht, Porsche hat richtig gehandelt, in dem Sinne musste Porsche so handeln, weil sie sich nur nach dem Infektionsschutzgesetz, nach dem Arbeitsschutzgesetz richten und da dementsprechend ganz einfach richtig gehandelt wurde und ehemalige Mitarbeiter, die hätten eine Klage einreichen können, das haben sie nicht gemacht, also damit ist das Thema hiermit beendet, auch da ist ganz klar, Porsche hat alles richtig gemacht. Und jetzt bin ich, weil ich das ausspreche, bin ich irgendwie schuldig, ja? Ich gebe euch jetzt einen ganz, ganz wichtigen Tipp und das meine ich wirklich ernst. Ja, natürlich bist du schuldig, weil du hättest ein Interview führen können mit dem Porsche-Unternehmen. Du hättest einen Porsche direkt stellen können und sagen können, ey, wir machen jetzt mal ein knallhartes Interview und wenn ihr mir das nicht gebt, dann gebt mir das schriftlich und dann werde ich dann ohne euch das machen. Dann ist es ja okay. Wer hast du das gemacht? Hast du Porsche angefragt? Hast du gesagt, ey Leute, wollt ihr euch mit mir zusammenhocken? Wollen wir mal knallhart über das reden? Ohne Wischiwaschi. Wenn ja, dann wäre es fair gewesen. Wenn nein, dann wäre es fair gewesen. Wenn dann weißt du es, okay, du hast schriftlich Nachweis, die haben sich dagegen gestellt, dann ist es fair, dann sagt es. Ne? Das hatten wir bei dem Model, ich weiß jetzt nicht, wie das Model heißt, Namen nicht so gut. Und die haben dann vor Gericht das ausgehandelt sogar, ProSieben, ne? und hat sehr viele Punkte vom Gericht da recht bekommen. Ne? Das kann man auch so machen, also, das muss man auch gar nicht so machen. Warum können die Leute, ich versuche echt immer Kompromisse zu machen mit Leuten, dass es so schwer ist. Ich meine, es ist so schwer, weil die Menschen sich immer auf Luzifer stehen, immer auf Hellel, immer auf Sith-Lord, ne? Und es ist so traurig einfach. Das ist halt das Problem. Ja. Über 11 Jahren bin ich Porsche gefahren. Ich habe mein Auto aufgrund dessen verkauft, weil mir das ganze Personal so viel erzählt hat, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Ich habe in den letzten 11 Jahren habe ich 5 Autos bei euch mindestens gekauft, über 500.000 Euro Umsatz gemacht, okay? Weil ich okay, da es sich um einen Kunden handelt, ist es sowieso sehr schwierig, das Thema nachzuvollziehen. Hören und Sagen nennt sich das, ist rechtlich gesehen hier nicht zugelassen in einer Klage, beziehungsweise würde es vor Gericht gar keinen Standpunkt erhalten. Von daher ist diese Thematik auch hier abgeschlossen. Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Ich darf mich nicht aufregen. Weil ich was von dieser Marke gehalten habe, ihr habt vor dieser ganzen Pandemie immer eine Gewinnausschüttung gehabt, super mitarbeiterfreundlich seid ihr gewesen. Jetzt gebe ich euch einen ganz, ganz wichtigen Tipp, okay? Anstatt jetzt mich irgendwie anzuklagen, weil mich könnt ihr nicht einschüchtern, Leute, ihr kriegt mich auch nicht mundtot. Ich habe das ausgesprochen, was ihr getan habt. Anstatt euch so zu verhalten, zeigt Größe. Entschuldigt euch bei dem gesamten Personal, weil ihr aktuell seht, dass die Geschlumpften kränker sind als die Ungeschlumpften. Ihr habt eine Krankheitsstatistik, das habe ich nämlich auch mitbekommen, ja. Letztes Jahr sind bei euch in der Firma sogar 2 oder 3 Leute während der Arbeitszeit kerngesunde Menschen. Alle 3 waren geschlumpft, plötzlich und unerwartet gestorben. Herzinfarkt und so weiter, das wisst ihr, okay? Ihr habt aktuell so viele, die sich mit Herzbeschwerden melden. Kranke Menschen, entschuldigt euch bei all diesen Leuten, dass ihr diesen Druck ausgeübt habt und sie fast gezwungen habt und zeigt Größe und kommt für all diese geschädigten Menschen auf.
stellt die Menschen wieder ein, die diesen Schrumpfpass gefälscht haben, weil sie vielleicht Angst hatten, dass sie irgendwie ihren Job verlieren oder was auch immer sie dazu getrieben hat. Stellt sie wieder ein, zeigt Größe, entschuldigt euch, so könnt ihr irgendwas retten und nicht, indem ihr mich irgendwie verklagt. Weil mich könnt ihr nicht einschüchtern, Leute. Ich stehe da drüber, was ich schon hier die letzten 2 Jahre mitgemacht habe. Ich habe auch nicht Angst vor irgendeiner Geldstrafe wegen Beleidigung oder was auch immer euch da so gekränkt hat. Das, was ihr gemacht habt, wird keiner von denen vergessen. Ihr könnt auch nicht irgendwelche Leute mundtot machen, die das aussprechen. Zeigt Größe, sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir waren in der Vergangenheit immer mitarbeiterfreundlich. Wir finden das scheiße, was wir getan haben. Kommt für all die Geschädigten auf, okay? Und wenn ihr euch öffentlich dazu bekennt, dann überlege ich mir, ob ich mir wirklich wieder, ich werde die nächsten 50 Jahre bestimmt noch Auto fahren, wenn ich gesund bleibe, dann kaufe ich mir auch eventuell wieder einen Porsche. Das meine ich wirklich ernst hier, ja. Und hört auf, irgendwie Leute zu schikanieren oder sonst irgendwie was. Und diejenigen, die mir jetzt geschrieben haben, gesagt haben, bitte erwähnen meinen Namen nicht. Leute, das wird so nicht enden, wenn ihr feige seid und euch nicht wehrt, gerade die Herzgeschädigten. Geht hin und sagt, hey, ihr habt Druck auf mich ausgeübt, ich habe deswegen einen Herzschaden bekommen oder mein Verwandter ist gestorben, nachweislich hat es damit zu tun gehabt. Nur wenn wir diese Informationen teilen und verbreiten, können wir langfristig etwas verändern. Denkt darüber nach, ihr Lieben. Auch die Geschlumpften, die sich verarscht fühlen. Verbreitet solche Infos. Ja, mein Fazit letztendlich muss ich nachkommentieren, weil ich muss das ein bisschen abkürzen, weil ich habe mich schon sowieso schon zu sehr aufgeregt. Ich mag sowas nicht. Ich finde auch nicht das nicht richtig, was Herr Ignaz Bartz Schweiz macht, einfach Videos verbreitet, ohne das richtig aufzuklären, die Thematik. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Thematik ist ganz einfach. Ein Kunde berichtet, seine Aussagen sind nicht glaubwürdig. Die stehen in keinster Weise an irgendwelche Punkte, können überhaupt irgendwas Vorwürfe zu Porsche gemacht werden. Porsche ist ein sehr seriöses Unternehmen, ein Unternehmen, was natürlich sich, und das betone ich noch einmal, sich unbedingt an die Corona-Regeln halten muss. Sonst würden sie Strafen zahlen. Strafen zahlen, das wird kein Unternehmer. Das schädigt nicht nur das Unternehmen, das schädigt auch den Ruf. Nicht nur ein Ruf wäre in Gefahr, sondern auch die an sich die kompletten Arbeitsplätze, wohlgemerkt, werden Chefs sozusagen gegen verklagt, wegen Nicht-Einhaltung der Regeln. Der Arbeitsschutzgesetz sowie der Impfschutzgesetze entsteht ein riesen Shitstorm. Und Medien prügeln immer nur mehr drauf ein. Also musste Porsche einfach so handeln. Ja, kann man sagen, man hätte das vielleicht anders machen können. Aber die, die so reden und selber Unternehmen haben, machen selbst nicht besser. Es ist nicht einfach. Corona wurde falsch propagiert. Ist auch Fakt. Ist mittlerweile von Spahn und von Lauterbach selbst zugegeben worden. Da gibt es Haufen Aussagen von Spahn, es gibt Haufen Aussagen von Herrn Lauterbach, offizielle Aussagen, die er gemacht hat. Er hat sich entschuldigt. Ja, davon kann sich keiner ein Lolli kaufen. Ja, die Fehler sind gemacht worden und einige machen immer noch mit der Corona-Politik weiter. Das gibt's auch. Es gibt welche, die einfach nicht nachgeben wollen. Aber die Scheiße ist passiert. Corona war nie ein Zombie-Virus. Aber er hat viele Menschen krank gemacht. Das ist Fakt. Er hat viele Menschen gesorgt dafür, dass sie draufgehen. Das ist auch Fakt, weil eben Behandlungsmethoden nicht richtig umgesetzt wurden. Und als das Wissen verfügbar war, war es dann schon zu spät für diejenigen, die vorher falsch behandelt worden sind. Das passiert nun mal, wenn die Bevölkerung und in dem Fall die Politiker und die Systemorgane eben in Panik geraten und nicht durchbleiben, wie Schweden es gemacht hat. Ja, in Schweden gab es auch sehr viele Todesfälle, ist keine Frage, und auch in meist anderen Ländern auch. Aber durch das Ruhigbleiben kann man immer mehr abwiegen,
Das ist wissenschaftlich bewiesen und Fakt, als wenn man in Panik gerät. Ob Porsche da Panikattacken gehabt hat oder so gehandelt hatte, das ist momentan so eine Frage, ein riesen Fragezeichen. Denn wenn das so gewesen wäre, dann hätten ja die Betriebsrat hätte ja was ändern können. Die Betriebsräte in verschiedenen Unternehmen, Porsche, Audi, BMW, Ferrari, VW und viele andere Unternehmen, nicht nur im Autobereich, sondern auch in anderen vielen Bereichen, hätten dementsprechend reagieren können. Okay? Das wurde halt nicht gemacht, das wurde halt versäumt. Hier kann man aber Unternehmen jetzt nicht komplett auf die Haftung beschränken und dass sie alle für alles gerade stehen sollen. Das ist falsch, das ist ein falsches Zeichen, denn hier haben viele leider in der Politik Fehler gemacht. Parteien haben sich nicht richtig zusammengehockt, das ist auch mittlerweile bewiesen worden wissenschaftlich, die haben sich nicht zusammengehockt, die haben nicht versucht einander zu reden, einander sich zu einigen, einen vernünftigen Kompromiss zu machen. Letztendlich müssen diese Fehler, die gemacht wurden, in Zukunft nicht wiederholt werden. Ja, das ist A und O. Und als Jude kann ich nur sagen, der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei. Es gibt den nicht. Er ist entstanden durch fehlerhafte Kommunikation. So wie Putin entstanden ist durch fehlerhafte Kommunikation. Und da drüben gibt es auch wiederum Menschen, die davon profitiert haben. Das ist auch Fakt. Die Pharmaindustrie hat sehr, sehr von diesem Ereignis profitiert. Das kann keiner abstreiten. Es gibt zu viele Fakten, zu viele Belege, auch von der linken Partei, genauso wie von den mittleren oder rechten Parteien, die man rechts nennt, aber generell gibt es kein rechts oder links, sondern es gibt halt gewisse Parteiengruppierungen, eher gesagt, und da sind sich allein nicht jeder davon profitiert. Die Leute, die es jedoch abstreiten, das sind dann dementsprechend Leute, die es machen müssen, wie ein Sith-Lord, der abstreiten muss, dass er einer von den Guten ist, sonst wird er gefickt. Und ja, das ist mein Fazit. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ein bisschen wurde dir aufgeklärt. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, damit ihr aktuell gehalten werdet. Wenn ihr Bock habt, so mehrere krasse Videos zu machen, dass ich so mehr machen, solche Videos mache, dann schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Traut euch, habt keine Angst, YouTube zensiert nicht und ich auch nicht. Von daher, das war's von mir.